Ja, einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag. Wir betrachten die US-Märkte, speziell hier kurz nach der Handelseröffnung, und wir sahen hier zunächst einen positiven Auftakt, wenn wir hier auf den S&P 500 schauen, hier im Stundenchart-Intervall. Die gestrige Entwicklung nahm tatsächlich beinahe schon bilderbuchmäßig ihren Verlauf. Also wir hatten ja hier die schwächere Eröffnung und die Annahme, dass wir hier nochmal in den Bereich 2085 vordringen können, das tat der Index auch hier mit einem Hoch von 2087 sogar, erreicht aber letztlich ja nicht diese Abwärtstrendlinie, diese kurzfristige. Und seither schiebt sich der Markt hier wieder nach unten, beziehungsweise schob sich im Zuge der schwachen Entwicklung in den europäischen Indizes dann hier insbesondere mit dem Opening der europäischen Märkte hier weiter nach unten und erreichte beinahe das erste Korrekturziel 2067. Dieses Level bleibt auch weiterhin en vogue. Gerade unterhalb dieses Abwärtstrends, unterhalb dieses Widerstandsbereichs 2085 Punkte, sollte man hier von einer, ja, von einem Rückgang ausgehen. Vielleicht sehen wir nochmal einen kleinen Spike nach oben heute hier 16 Uhr. Der Großhandelsumsatz kommt ja noch rein in den USA. Das könnte ja nochmal ein bisschen Bewegung in den Markt spülen. Vielleicht hier so einen kleinen Retest, aber grundsätzlich rechne ich hier mit weiteren Verlusten, die sozusagen angeknüpft an die gestrige Analyse dafür sprechen, dass der S&P 500 auch noch nicht fertig ist nach unten. Der DAX hat ja seine Daily Range sehr breit und reichhaltig ausgeschöpft. Also hier scheint der Index zunächst fertig mit dem heutigen Tagestief bei 10.870. Wir hatten ja 10.900 in der Analyse von heute Morgen ohne Sound dafür, ohne Ton meinerseits, sondern vielmehr mit Sound von Mozart dahingehend schon dargestellt, dass wir hier eben dann Rücksetzer in Richtung 10.900 erwarten. Und genau das erwarten wir jetzt aber hier auch beim S&P 500. Die aktuelle Kerze, wie gesagt, die Hochs werden schon wieder abverkauft, spricht eigentlich dafür, dass wir hier weitere Tiefs sehen. Gehen wir mal kurz in den Tageschart. Da sehen wir genau dasselbe Bild. Vielleicht kommt es heute ja auch nochmal zu einem Pullback, aber grundsätzlich 2067, nächstes Ziel im Ausdehnungsfall, dann auch hier Richtung 2040. Wollen wir uns aber jetzt hier nochmal speziell die Indikationen mal anschauen, hier gerade bei den US-Märkten eben. Da gehen wir hier nochmal auf den S&P 500 rein, in Rainbow-Manier, hier im Stundenchart-Intervall. Wir haben hier im Prinzip nur horizontal Linien, die hier von Interesse sind. Und da sehen wir eben den S&P 500 in einer ganz, ganz sauberen negativen Rainbow-Struktur, die auch die aktuelle Kerze, die hier einem Shooting Star gleicht. Wir sehen im Prinzip, dass ja die Hochs aktuell schon wieder abverkauft werden. Das ist hier die 24-Stunden-Indikation. Und insofern hier eine Ausgangslage, die dem S&P 500 hier in jedem Falle noch, wir hatten ja 2067 anhand der klassischen Charttechnik im Visier, hier in jedem Falle Rücksetzer noch zu erwarten sind, die in Richtung von 2067 und dann auch hier dieser auszuschöpfenden Range 2068 gehen. Also der Schnitt, 14-Tage-Schnitt, sind wir und genau in dieser Range bewegt sich auch der Index derzeit. Wir sind hier so ein Stück weit genau in der Mitte, hier nahe des Vortagestiefs. Und wenn wir uns da eben jetzt nicht nach oben rausarbeiten können beim S&P 500, dann sollte davon ausgegangen werden, dass wir hier, wie gesagt, 2067 noch ansteuern. 2068, dann wäre auch hier im Zuge der 24-Stunden-Indikation die Tagesrange sozusagen vorbildlich ausgeschöpft. Warten wir mal ab, was passiert, ob der Markt tatsächlich dieses Niveau erreicht. Aber letztlich deutet vieles darauf hin. Auch die Candle wird hier schon wieder rot innerhalb des Rainbows. Das sieht sehr gut aus hier im Sinne weiterer Tiefs. Also wir sind hier längst noch nicht fertig. Der Markt dürfte weitere Schwäche anvisieren. Gleiches Bild, nahezu identisch hier beim Dow Jones, hier der US 30 Cash. Wir sehen auch hier jetzt den neuen Abwärtsimpuls. 16 Uhr, wie gesagt, in gut 10 Minuten kommen hier eine gute Viertelstunde. In einer guten Viertelstunde kommen dann hier auch nochmal die Daten zum Großhandelsumsätzen und die könnten unter Umständen hier weiteren Druck ausüben, je nachdem, wie sie denn aufgenommen werden. Aber letztlich scheint hier die weitere Abwärtstendenz gegeben. Ansonsten bleibt es auch sowohl beim S&P 500 als auch beim Dow Jones als auch beim Nasdaq 100, den wir uns jetzt hier mal anschauen. Rücksetzer, hier sind wir sogar schon auf einem neuen Wochentief unterwegs. Rücksetzer scheinen hier weiterhin immer verkaufenswert. Also sollte der Markt hier nochmal ein Stück weit nach oben drehen, dann ist davon auszugehen, dass hier in Kürze
wieder fallende Notierung Einzug halten oder aber der Index direkt nach unten durchrauscht. Und wir sehen hier gerade beim Nasdaq 100 Index das Vormonatstief, 4.337 Punkte. Da sind wir noch ein Stück weit von weg, aber die Tendenzen, dass im Sinne dieser negativen Rainbow-Struktur eben weitere Tiefs folgen, sind unter Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten als erhöht anzusehen. Also sollte man hier durchaus mit weiteren Verlusten rechnen. Wenn es anders kommt, dann werden wir das auch hier in der Sendung beleuchten. Achten Sie einfach auf die gestrigen Hochs bzw. auf die gestrigen Abendniveaus, Vorwochentief hier in dem Fall. Wenn der Index hier natürlich ein klares Reversal nach oben vollziehen sollte, beispielsweise hier Nasdaq 100 über 4.450 Punkte, dann wären ja sicherlich auch kurzfristig wieder die Bullen im leichten Vorteil. Doch ist aktuell nicht davon auszugehen, dass der Index einen solchen starken Move vollzieht. Wir werden es weiter beobachten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal einen guten Lauf am Nachmittag, sofern Sie ja noch on the market aktiv sind. Der DAX, wie gesagt, hier im Prinzip seine heutige Range abgearbeitet. Genau, noch mal kurz auf den DAX schauen hier. Mit dem Low bei 10.870 rund, hier die Range von heute, sind wir mittendrin. Wenn die Amerikaner jetzt natürlich nochmals ein Stück weit abkippen, dann kann es hier nochmal zum Test der Tagestiefs kommen, vielleicht sogar schon zurückläufen in Richtung 10.850 Punkten. Aber das wäre auf den DAX bezogen im Prinzip dann auch schon das High-End für heute. Warten wir ab, was morgen passiert. Ich freue mich, wenn Sie dann nochmal einschalten. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Dabeisein und wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, ciao dabei, Ihr Christian Kämmerer.